Wie ihr seht, bin ich wieder auf dem Prüfstand. Hier habe ich auch große Teile des letzten Wochenendes verbracht. Ja, der Motor ist ja auf Anhieb relativ gut gelaufen. Dann habe ich ihn auf den Prüfstand gestellt und wollte gucken, wie viel Leistung er hat und wie er in welchen Bereichen läuft. Und ja, dann ist er auf dem Prüfstand halt eigentlich gar nicht mehr gelaufen. Dann habe ich am Vergaser alles gewechselt, habe verschiedene Düsen ausprobiert, Düsenstock, Nadeln, Benzinnadel, Ventil, Sitz getauscht, alles einfach. Das gleiche an der Zündung, das gleiche an der Benzinpumpe, verschieden starken Benzindruck ausprobiert, alles Mögliche. Es war immer das gleiche Lied. Ich habe einen Prüfstandslauf angefangen und ungefähr bei 5000 ist er wieder abgebrochen. Also der Motor hat ganz kurz angefangen und ist sofort dann ausgegangen. Und ich war irgendwann ratlos, wusste nicht mehr, was es sein kann und habe zum Schluss einfach einen anderen Vergaser drauf gesteckt. Seitdem funktioniert es super. Also wenn jemand von euch einen Tipp hat, wie man einen PHSB-Vergaser ans Laufen bringt, das war mein dritter Versuch. Alle waren fürchterlich. PHSB-Vergaser. Ich weiß, dass das super Rennvergaser sind, nur anscheinend nicht für mich. Ich habe es einfach nicht hingekriegt. Jetzt ist wieder ein VHS-C-Vergaser verbaut und der lief halt auf Anhieb und dieser andere hat mich halt 2 Tage gekostet. Was ich jetzt vorhabe, ist, ich will erste Tests machen. Also ich habe bisher nur getestet, dass er läuft. Ich habe nichts eingestellt. Damit habe ich quasi auf Robert gewartet und darauf, dass wir das hier wieder filmen können, weil das andere war ein bisschen zäh. Und ich habe am Wochenende, es war Pfingstwochenende, und war ich am Bodensee und habe bei Vollgas-Motorroller eine neue Zylinderhaube erstanden. Damit fange ich jetzt an und dann schmeiße ich den Motor gleich an und mache einen ersten Lauf und schau mal, wo der so leistungsmäßig steht und wie die Grundeinstellungen von Zündung und Vergaser funktionieren. Iststand von den Einstellungen, das Wichtigste, 215er Hauptdüse, 17 Grad Vorzündung. Das ist erstmal meine Anfangseinstellung. Jetzt gucke ich mal, was passiert. Ich habe jetzt mal 4 Läufe hintereinander gemacht. Das dient auch dazu, dass ich sehe, wie sich der Motor entwickelt oder wie er sich thermisch entwickelt, wenn er immer wärmer wird. So, und jetzt kann man das hier ganz gut sehen. Der schwarze ist der erste Lauf, der rote ist der letzte Lauf. Also die Leistung ist von Lauf zu Lauf über 4 Läufe gestiegen. Das ist ein ganz gutes Zeichen. Das bedeutet, dass der Motor nicht sofort überhitzt oder dass er eigentlich eher gar nicht überhitzt. Er hat jetzt zum Schluss 42,3 PS und 46,6 Newtonmeter. Für das Box-Auspuff-Setup ist die Leistung okay, aber noch nicht da, wo ich hin möchte. Ehrlich gesagt
ist das Drehmoment eigentlich schon fast zu hoch. Weil ich hatte so 41, 42 Newtonmeter, hätte ich gerne, einfach damit sich der Roller schön ruhig und gleichmäßig fahren lässt. Also da hätte ich sogar lieber etwas weniger. Aber jetzt fange ich mal an und stelle ein bisschen an Zündung und Vergaser ein und schau mal, was so passiert und wie er reagiert. Er Hauptdüse ist drin. Ich würde jetzt gerne einfach mal auf 220 gehen, um zu sehen, was sich dann so abzeichnet. Messen, 220 Hauptdüse. Das Wichtigste, ich habe jetzt ein Affogato Espresso mit Eis und danach geht gleich alles besser. Gut, dann der Vergaser wieder drauf. Schauen wir mal, wie es jetzt läuft. Schauen wir mal an, wie sich das verändert hat. Also blau ist jetzt der Lauf mit der 220er Hauptdüse. Rot ist der mit der 215er Hauptdüse. Sieht erstmal so aus, als sei es total egal. Das ist hier hinten in dem Overref-Bereich, der wirklich eigentlich gar keinen mehr interessiert. Ne? Da ist die dickere Hauptdüse etwas besser. Grün und Schwarz sind die dickere Hauptdüse und die sind besser als Rot und Blau jeweils hier in dem Bereich. Also wenn zwei Düsen gleich sind, nehme ich immer die dickere. Ne? Aber bevor ich jetzt noch weiter an der Hauptdüse rummache, teste ich nochmal was an der Zündung und guck mal, was uns das dann so sagt. Also ich habe ja so eine Grundeinstellung bei 17 Grad gemacht, aber da der Motor relativ früh kommt, probiere ich mal, ob der mit einer leicht früheren Zündung besser läuft. 2 Grad habe ich jetzt früher gestellt, die Zündung. Guck mal, was er dazu meint. Eben ganz kurz runterkühlen, nur eine Minute oder sowas, dass ihr immer thermisch ungefähr die gleichen Bedingungen habt, wenn ich wieder messe. Die Zündung 2 Grad früher und es ist wieder so, dass der Unterschied tatsächlich marginal ist. Man sieht, das hat ein bisschen mehr Drehmoment. Leistung ist fast genau gleich geblieben, aber das ist jetzt alles nicht so berauschend oder interessant. Genau, das ist, kann man machen, muss man aber nicht machen. Ich werde noch ein bisschen an der Zündung rumstellen, obwohl ich jetzt in dem Fall tatsächlich keinen Favoriten habe. Ich würde wahrscheinlich die etwas spätere Zündung nehmen, weil mir das Drehmoment eigentlich schon zu hoch ist. Das ist jetzt alles schon sehr viel Drehmoment. Die erste Einstellung heute war noch mal schöner. Also das ist eine Einstellung, die relativ safe ist. Ich gehe jetzt mal zurück auf die 17 Grad, einfach weil das motorschonender ist jetzt hier für meine Tests. Denn was ich jetzt noch vorhabe, ist Auspuffanlagen zu testen, weil es unter anderem auch um ein Layout geht, was bald bei uns zu kaufen sein wird. Und ja, da werde ich jetzt ein paar Auspuffanlagen testen, bevor ich dann
zu späterer Zeit nochmal Vergaserentzündung genau abstimmen. Ich bin ein bisschen enttäuscht, dass die Änderungen so gering sind, dass ich also noch keine Tendenz erkenne. Aber ich habe jetzt auch noch nicht viel gemacht, also von daher ist es jetzt auch nicht so schlimm. Aber ich bin etwas überrascht, wie gering die Veränderungen sind. Also jetzt der erste Prototyp-Auspuff drunter, den ich testen möchte. Ich bin mit 17 Grad und 220 erstmal auf die sichere Einstellung gegangen, weil es mir vor allem um den Vergleich geht von der Charakteristik. Und jetzt schaue ich mir mal an, wie der erste Auspuff hier läuft. Also die Leistung ist erstmal ganz gut, dafür, dass das jetzt einfach nur gesteckt war. Der hat jetzt hier 48 PS und 52 Newtonmeter. Hat auch mit jeder Messung sich gesteigert, also auch wenn zuletzt die Leistung gleich geblieben ist, doch das Band besser geworden. Was man hier sieht, dem fehlt auch hier der hintere Teil. Das scheint bei dem Motor noch so ein kleines Problem zu sein, weil der steigt früh an, piekt und dann fällt er ab. Das ist ein ähnliches Phänomen, wie ich beim Boxauspuff hatte. Da war ich ehrlich gesagt auch nicht ganz zufrieden mit, weil die eigentlich hier hinten noch ein bisschen was machen sollte. Man kann jetzt aber sagen, dass der Auspuff hier eine ziemlich gute Leistung schon mal hat. 51 Newtonmeter ist jetzt wahrscheinlich unfahrbar, aber aus irgendeinem Grund kommt der Motor hier halt sehr früh. Das muss ich mir nochmal anschauen, warum das so ist, weil lieber ein bisschen mehr drehen und ein bisschen harmonischer. Damit könnte ich irgendwie mehr anfangen. Aber der Sache muss ich noch mal genauer auf den Grund gehen. Das war jetzt aber interessant. Nächster Auspuff. So, nächster Auspuff ist drunter. Ich musste ein bisschen improvisieren. Ich hoffe, das hält jetzt während des Laufs. Aber jetzt können wir mal testen, wie der im Vergleich zum vorigen war. Erst gedacht, es sei kein großer Unterschied, aber jetzt muss ich mal nachschauen. Also dieser zweite Auspuff jetzt, dieser verlegte, dem fehlt halt hinten raus teilweise 6 PS bei 8400 hier zum Beispiel. Im Vorreso-Bereich auch ein bisschen, steigt ein bisschen später ein. Kann alles ein bisschen schlechter als der gerade Auspuff. Ist immer noch sehr drehmomentstark, weiterhin fehlt dem Motor hier hinten irgendwas, aber der Auspuff ist im Vergleich zu dem geraden ein Rückschritt. Ist wohl der gleiche Auspuff, aber der hat hier eindeutig durch die Verlegung eine ganze Menge verloren. Das kann man schön sehen, da bei 8400 in dem Bereich, da ist überall viel weniger Leistung vorhanden. Aber irgendwie wehrt sich der Motor generell überhalb von 7000, also was hier schief liegt, muss ich noch ein bisschen rausfinden. Da stimmt das noch nicht, aber ich habe jetzt erstmal eine gute Tendenz. Jetzt teste ich noch zwei Auspuffanlagen, die noch drehfreudiger sind. Deswegen erwarte ich da noch nichts Gutes. Aber ich probiere es trotzdem. Also jetzt ist der Auspuff drauf, der in ähnlicher Form auch auf unserem SIP-Sprinter ist. Da hat er aktuell 72 PS. Ich denke, er wird zu diesem Motor nicht sehr gut passen. Also das ist ja ein BFA-Motor Plug and Play, so wie er gemeint ist und zusammengebaut wird. Und der in dem SIP-Sprinter ist ja ein von mir getunter Motor. Und ich fürchte, dass der jetzt mit den höheren Drehzahlen noch nicht so richtig klarkommt. Aber wir testen das einfach mal und dann wissen wir mehr.
soll ich sagen? Sieht doch gar nicht so schlecht aus. 54 PS und immer noch mit jedem Lauf zugenommen. Man sieht, dass ich immer früher abgedreht habe, weil er halt, ja, er hat schön hoch gedreht. Piekt bei 8,6 ungefähr, kann aber bis 11 drehen oder weiter. Aber auch der Auspuff zeigt, also es fehlt hier hinten was. Der müsste ungefähr 1000 Umdrehungen später pieken. Aber dieser hintere Teil hier, der fehlt irgendwie von der Kurve. Also wobei das jetzt alles nicht sehr schlimm ist, denn die Leistung reicht fürs Erste. Er hat 24 PS, bevor er in Resonanz geht. Also mein bisheriger Tourenroller, der läuft sehr schön. Es ist ein sehr schöner Malossi, der sehr harmonisch läuft und gut die Berge hochkommt. Der hat 23 PS insgesamt. Und der hier hat jetzt 24 PS vor Resonanz. Also das sieht auf der Kurve wenig aus, ist aber immer noch mehr als ein guter Tourenroller hat. Und dann, ja, und dann fängt es an Spaß zu machen. Und 54 PS sind dann schon relativ viel. Was der Motor anscheinend immer ganz gut macht, ist das Drehmoment. Also er hat hier jetzt auch wieder 45 Newtonmeter. Das ist eigentlich ganz anständig. Ja gut, nach dem Ergebnis habe ich natürlich Lust, noch den letzten Auspuff zu testen. Hast du auch noch Lust, Robert? Natürlich, immer. Kannst es kaum erwarten, oder? Jetzt, was kommt jetzt? Noch ein gerades Röhrchen, mal gucken. Noch mehr Krach. Und danach irgendwie komische Linien. Das machen wir jetzt. Also war jetzt nicht ganz so gut wie der andere Auspuff, aber na gut, ich habe vorher gesagt, ich tippe auf 52 PS und guck mal, wo er war. 52 PS. Also wenigstens konnte ich es vorhersagen, aber ich schaue noch mal, wie er gegen den vorigen Auspuff abschneidet. Da sieht man, eigentlich ist er gar nicht viel schlechter. Der hat zwar jetzt 2 PS weniger, aber auf der anderen Seite hat er auch 2 Newtonmeter mehr. Und das, was der andere hinten an Band macht, macht er eigentlich vorne schon. Hat auch einen sehr schönen geraden Verlauf hier oben von der Leistung. Also eigentlich ist das sogar der bessere Auspuff für diesen Motor jetzt. Wenn man jetzt den Motor noch ein bisschen in einer etwas höheren Ausbaustufe testet oder die Auspuffanlagen bei einer höheren Ausbaustufe verbaut, dann wird natürlich der blaue Auspuff, der vorhin 54 hatte, der wird dann noch mal stärker im Vergleich zu diesem Auspuff. Aber sehr schönes Ergebnis. Und gut, dann, weil es gerade so Spaß macht, ne, testen wir noch mal den Original BFA-Auspuff. Auf Wunsch von Robert. Ja. Noch einmal Krach, ne? Kannst du auch nicht erwarten. Also musst dazu wissen, hinter der Kamera steht Robert. Ne? Vor kurzem erst zu uns gestoßen, natürlich ein Genie seines Fachs, aber bis vor kurzem hat er Bäume gepflanzt in Kanada und deswegen ist das genau das Richtige für ihn, hier mit abartiger Lautstärke im Benzingestank zu stehen und irgendwelche Linien auf Monitor anzugucken, und ich labere ihm voll, wie geil das gerade ist, dass es da nochmal 0,2 PS mehr gemacht hat. Aber er lächelt noch, von daher können wir durchaus noch einen Auspuff probieren. Damit hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht gerechnet. Wir haben einen neuen stärksten Auspuff des Tages, und zwar den originalen BFA-Auspuff mit 54,2 PS.
Der Auspuff, den ich vorhin drunter hatte mit 54 PS, ist im Prinzip so einer wie auch oder ein ähnlicher wie der, der unter unserem 70 PS Racer ist. Der ist allerdings auch für höhere Steuerzeiten ausgelegt. Auf dem 70 PS Racer macht er ungefähr 4-5 PS mehr als der BFA-Auspuff. Aber hier sieht man, warum es diesen BFA-Auspuff gibt oder was sich die Jungs dabei gedacht haben. Nämlich auf diesem Originalmotor funktioniert der wahnsinnig gut. Und man sieht, dass das ein out-of-the-box zusammengesteckter Motor ist, wo ich wirklich nur zweimal an der Hauptdüse gespielt habe, zweimal an der Zündung hin und her gedreht, damit es ungefähr okay ist. Und so macht das Ding jetzt 54,2 PS. Was aber auch interessant ist, das ist jetzt der rote. Das ist der Auspuff, der vorhin auch die 54 PS hatte. Der hat halt nochmal 2 Newtonmeter mehr und er fährt ruhiger im Vorreserbereich. Der Vergleich ist jetzt ein bisschen unfair, da man gemerkt hat, der Vergaser ist jetzt noch nicht richtig auf diesen Auspuff abgestimmt, war aber auf beide nicht. Und ein ähnlicher Auspuff wie dieser rote mit 54 PS, der soll jetzt auch als SIP-eigener Auspuff rauskommen. Wie man sieht, der ist relativ ähnlich dem BFA-Auspuff, steigt aber etwas früher ein, hat etwas mehr Vorresoleistung und fährt insgesamt ein bisschen harmonischer. Und mit dem lässt sich dann halt auch out of the box weit über 50 PS schon machen. Und wie gesagt, die Version, die dann als SIP-Auspuff rauskommen wird, die ist noch mal ein bisschen mehr, noch mehr als der rote jetzt Richtung Straßentauglichkeit. Wir haben jetzt geschafft, den ganzen Tag hier am Prüfstand zu spielen und ganz viele Auspuffanlagen zu testen. Und ich bin ganz am Ende ziemlich zufrieden, weil das ist ja wirklich ein Plug-and-Play-Motor, der so zusammengebaut ist, wie das Ding out of the box kommt und zusammengebaut werden soll. Und der hat jetzt halt hier über 54 PS gemacht, je nach Auspuff auch über 50 Newtonmeter und ist einfach sehr gut gelaufen. Von daher freue ich mich und jetzt gehe ich noch in die Feinarbeit, nehme den Auspuff, den ich auch im Alltag fahren will und werde da noch mal ein bisschen Feintuning betreiben. Aber dazu ziehe ich mich allein hier in die Box zurück. Verabschiede mich, wenn es euch gefallen hat, drückt die Glocke, dann werdet ihr benachrichtigt und ganz wichtig vorher, bitte den Kanal abonnieren. Bis bald, ciao.